Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft. Und zwar ja, hier mit Creeper und mit Zombie und mit Spinny. Vielleicht sollten wir einfach mal, da haben wir ja so einen Pfeil und Bogen, haben hoffentlich noch 43 Pfeile mit am Start. Ansonsten inventartechnisch sind wir gerade schon richtig krass wieder voll. Und das ist echt blöd, ist jetzt hier unten irgendwie auf Erkundungstour zu gehen. Man nützt ja nichts. So, zack, Headshot erledigt. Denn wie kriegen wir dann am schnellsten ein bisschen Platz? Also wir nehmen vielleicht hier Sand einfach mal weg. Wer braucht Sand? Ja, kommst du mit dem Spinnei oder was? Ist ja auch ein Typ. Hier. Kommen die wohl alle her? Mag das hier eine große Höhle sein? Oh ja, es mag eine große Höhle sein. Alter. Meint er, kann einen auf Bogenschießen machen. Ups. Und dann hat er auch noch goldene Rüstung. Was ist der Creeper? Da hinten ist er doch. Da brauchst du dich gar nicht auf den Weg machen. Alter, krass. Erstmal ein bisschen Licht verteilen. Stirb. Hauptsache, es geht hier gleich wieder richtig weit runter. Hier ist aber Ende. Außer, dass hier ein dicker Kohle vorhat, ist es hier nichts zu holen. Aber warte mal, wir haben gerade nicht so viel Kohle, dann könnte, macht es sogar Sinn, das einfach mal mitzunehmen. Falls die Höhle tatsächlich noch größer ist und wir noch weiter müssen, brauchen wir ein paar neue Fackeln wahrscheinlich. Ach, hier geht's noch weiter. Gleich der nächste Kohlevorrat. Da können wir einmal auf 64 auffüllen. Kling, 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 da klingeln die Kassen und wir kommen hier mal bald auf Level 50. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge gefragt, ne, Erkundungstour oder bauen. Jetzt sind wir irgendwie blöderweise einfach irgendwo reingeraten, wo ich zuerst gar nicht reingeraten wollte. Sieht nämlich ein bisschen nach Erkundung aus. Farmen hier gerade wieder unter unseren Gebieten. Wir sind ja gar nicht weit weg. Wir sind ja eigentlich fast nebenan immer noch. So. Ach, das war auch echt blöd. Reicht erstmal an Kohle. Wir gucken nochmal so ein bisschen rum, ob es hier irgendwas Interessantes gibt in irgendeine Richtung. Kann ja immer passieren. Na, hier haben wir jetzt ja schon mal ein bisschen ausgeleuchtet. Von hier kamen wir. Das ist unser Weg nach draußen sozusagen. Da könnten. Was ist der denn schon wieder für ein Spacko? Könnten wir rausschwimmen. Wir haben noch 26 Pfeile. Wir haben aber keinen Platz im Inventar, ne? Also eigentlich für nix. Hier können wir gleich dicht machen, hauen wir auch ein bisschen Sand rein, sehen wir auch gleich, wo wir herkommen. Hier unten wird es verdächtig hell wieder. So, Wasser, zieh nach. Ich warte. Dann könnte das sogar eine Ecke sein, wo wir schon waren, oder kommt gleich Lava? Okay, es kommt Lava. Da haben wir einfach mal den Weg geebnet. Braucht aber nicht viel, oder? Das war so ein toller Treffer. Wie ist mein Optifine? Ist ein bisschen durcheinander, seht ihr? Ein bisschen Disco-Light. Keine Ahnung, was, wie das passiert. Irgendwas stimmt ja nicht. So, erstmal so eine kleine Weg nach unten machen und dann gucken wir, wo wir jetzt für landen. Eigentlich müsste wir. Oh, hier ist Gold.
Eigentlich müssten wir theoretisch... Alter, was ist das denn hier für ein krasser Krams? Da mal reinfallen, ne? Das wäre das glatte Ende. Aber sieht interessant aus da unten, so ist es nicht. Können wir da Sand reinpacken, einfach in die Lavaquelle? Ja, können wir. Wie kriegen wir denn jetzt Gold mit? Ich glaube, indem wir zum Beispiel wegschmeißen 4 Steine. Weil wer will schon 4 Steine, wenn man hier 5 Gold mitkriegen kann? Also ich nicht. Auch Erde will ich nicht. Eisen? Guck mal, Eisen hat man zum Glück noch diesen angefangenen Stack. Guck mal, bietet sich ja voll an, den dann auch nochmal wieder aufzufüllen. Also die Richtung ist schon mal spannend, ne? Wo führt das hin? Geht da unten? Ist da irgendwas? Außer dieses komische Ding. Können wir da mal ein bisschen Wasser runterkippen? Ja, das ist leer da unten. Das ist auch ein bisschen freaky, dieses Teil hier. Das ist mit dem Fahrstuhl oder sowas, wäre mal ganz cool. Naja, weiß ich nicht, ob wir da jetzt uns runterbauen wollen. Ich will erst nochmal in die andere Richtung gucken. Also auch hier hauen wir mal ein bisschen Sand rein. Wieso machen wir sowas mit so viel Ton? Und vor allem, ich will nicht sterben, ne? Wir wissen, dass ich bin das letzte Mal in Folge 55 oder so gestorben. Oder 50, ich weiß nicht mehr genau, welche Folge. Okay, Spinne. Ja, ist nicht so wild. Da sind schon wieder ein paar neue alberne Skelette. Auch nicht so wild. Oh, hier ist aber auch ein bisschen Versammlung. Danke, der gab mir einen ordentlichen Schwung. Fackeln kann man nicht essen. Aber sind an sich sind wir für solche Gegner overpowered. Dürfte uns eigentlich nicht viel passieren. Genau, wir nehmen immer gleich wieder neue Pfeile mit, wenn wir solche Gegner erledigen. Alter, da unten ist ja was los. Alter, und dieses Optifine-Kram, was ist denn los? Warum sind hier so verdammt viele Fledermäuse? Verstehe ich gar nicht. So, eine Spinne erledigt. Nächste Spinne erledigt. Die Fledermaus erledigen wir auch gleich mit. Die auch. Was ist denn das für ein komischer Raum hier? Ist ein bisschen verdächtig alles irgendwie, ne? Und hier gibt es ja noch alles Mögliche an Kram zum Farmen. Aber ich möchte eigentlich gerade gar nicht. Ups, das war richtig dämlich. Ich möchte eigentlich nicht farmen gerade. Okay, hier sind wir wieder rum. Geht's höchstens hier nochmal längs. Hast du dir so gedacht, ne? So. Okay. Hier muss doch irgendwo ein Skelettspawner oder so sein. Lapis Lazio können wir nicht mitnehmen. Bringt also nichts, das abzubauen. Creeper. Genau, mal den Pfeil und Bogen hauen. So. Licht. Klingeling, klingeling. Hier brauchen wir mal wieder ein paar Fackeln. Können wir nicht mehr mitnehmen, weil wir haben, was haben wir da Neues aufgesammelt? Wahrscheinlich 4 Steine. Die waren es nicht, aber die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Es kann auch sein, dass wir hier das Schießpulver mitgenommen haben. So, sind wir am Ende angekommen hier. Noch mehr Lapis Lazio und hier ist irgendwie, ja, hier ist das Ende. Hier drüben geht es noch weiter, aber das ist, müsste ein Rundkurs gewesen sein. Da waren wir gerade. Ja. Gut, wissen wir das auch. Haben wir hier, glaube ich, alles erkundigt. Können wir eigentlich erkundet. Haben wir es kundig gemacht, ortskundig. Pfeil nehmen wir bloß mit. Das können wir alles nicht brauchen. Hier ist dieser Großraum. Also wenn wir nochmal farmen wollen, hier unten ist alles Mögliche. Ach, die ist so komisch gleichmäßig.
die Höhle hier, ne? Dass irgendwas auf sich hat. In die Richtung ist nix. In die Richtung ist nix. In die Richtung, da waren wir schon. In die Richtung, da gehen wir gleich wieder raus. Da ist auch nix. So, wie sieht's denn hier aus? Hier ist noch ein bisschen dunkel. Oh, da ist noch ein bisschen creepy. Ich wollte, dass er das wegsprengt, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass ich nichts abkriege. So, ein Sand haben wir noch, um da oben rein zu proben. So, geht's wieder raus. Aber nicht so ganz. Aber hier ist echt noch viel. Hier ist noch ein bisschen zu dunkel. Hier ist auch insgesamt zu dunkel. Wir wollen ja nicht, dass hier so wieder irgendwelche Bekloppten spawnen. Aber ich glaube, da sind wir aber durch. Okay, jetzt weiß ich, glaube ich, mit was das zusammenhängt. Jetzt kommen wir gleich bei unserer Base wieder raus, oder? Doch nicht. Naja, wir gehen hier wieder raus, wo wir reingekommen sind. Na, hier hatten wir auch noch was. Aber wenn wir den jetzt wegnehmen, kommt da gleich Wasser hinterher. Haben wir schon was essen? Noch ein. Ja, unser Soll haben wir ja erfüllt. Ne, Ton haben wir gekriegt an diesem Wochenende immerhin. Und den Keller bauen wir dann erst nächstes Wochenende weiter. Ups, warum hänge ich jetzt hier? Zur Not gibt es ja noch mehr Ton, ne? Aber ich glaube, wir waren ja recht voll damit. 64, 64, 64. Und da jetzt das ganze Schießpulver wieder für wegzuschmeißen, weiß ich nicht. Ich wusste aber sowieso nicht, dass es so viele Tonquellen irgendwo im Meer gibt. Ach, das war der. Auch schön haben wir hier immer ein bisschen Licht. So, jetzt müssen wir das Ganze wieder brennen. Ist doch schön. Sonne geht gerade auf. Herrlich. Aber immer noch keine Festung gefunden. Wie findet man am besten eine Festung? So, was ist... Naja, wir haben jetzt keine Erde mit oder so, ne? Im großen Stil. Wir müssen halt diese Löcher hier mal dicht machen. Das ist doch auch furchtbar. Aber gut. Erstmal die Schafe besuchen. Nee, macht keinen Sinn. Ganz so viel Platz haben wir gar nicht. Erstmal müssen wir den zum Beispiel loswerden. Den Koppel zum Beispiel loswerden. Ein bisschen Gold einschmelzen. Ja. Auch ein bisschen Silber einschmelzen und dann eher den ganzen Ton hier einschmelzen. Ne? Dann würde ich wieder ein paar Ziegel daraus bekommen. Schön. Schafe haben sich alle wieder erholt. Das könnte dann sogar fast so weit reichen für das, was wir brauchen hier. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Okay, 60 reicht, glaube ich, noch nicht. Ja, wir wollten nur ein bisschen Ton organisieren. Sind jetzt natürlich leicht wieder davon abgekommen. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. So richtig spannend war die Höhle nicht, außer dass wir da noch Kohle und Eisen finden. Ohne Ende. Ist jetzt aber nicht das, was wir zwingend immer brauchen. Haben wir eh so viel. Wir müssen mal unser Kartoffeln vorher wieder auffüllen. So, packen wir uns mal wieder 32 rauf. Gold ist schon fertig geschmolzen. Können wir da gleich den Ton nachwerfen. Was haben wir denn so viel Gold eigentlich? Können wir irgendwas Tolles mit so viel Gold machen? Eisen auch ohne Ende einfach. Hier ist noch ein bisschen Kohle.
Ja, und hiervon brauchen wir, ne? Da sehen wir aber, das dauert auch noch ein bisschen, bis so viel geschmolzen ist, dass wir sagen können, jo, das lohnt. Machen wir wieder ordentlich Ziegel. Hier 7 Stück bisher. Das dauert noch ein bisschen. Erstmal eine Kartoffel. Sollen wir sonst mal gucken, inventartechnisch. Ist ja eigentlich nichts, ne? Alles andere. Ja, außer so irgendwie 4 saubere Steine, die eigentlich auch kein Mensch braucht im Einzelnen. Brauchen wir nichts. Der ist gleich durch. 3, 2, 1. Dann können wir da auch ein bisschen Ton reinwerfen. Da fehlt nicht mehr viel. So, nochmal 6. Guck mal, da können wir schon mal ein paar halbe draus machen. 18. Immerhin 24. Ja, der Rest kommt hier rein. Dann sind wir eigentlich schon durch damit. Jut, jut. In der Zwischenzeit, weil wir Wartezeit haben, machen wir noch mal ein paar hiervon. Wir haben mal keinen Redstone mehr, sehe ich. Haben wir davon jetzt auf Tasche. So, das gibt jetzt den Rest. Wo sind die? Da. Da haben wir 45 davon auf Tasche. Sogar ein bisschen mehr als Fackeln. Wir haben ja auch nicht mehr 4 Redstone. Das lohnt nicht. Egal, lassen wir erstmal so. Passt schon. Gucken wir mal wieder hier. 14, 14, 14, 22, in dem auch 8, 8 und 8. 46. Guck mal, 12 Stück. Das reicht schon für eine ganze Reihe. Aber es reicht noch nicht ganz. Also, das machen wir nächstes Wochenende. Bin ich mir aber, bin ich nicht sicher, aber ich bin in ganz guter Hoffnung, dass wir bis auf den Pool selbst nächstes Wochenende den Bereich unten, zumindest bautechnisch, fertig haben werden. Einige von euch können es ja bestimmt gar nicht abwarten, müssen sagen, jo, endlich ist das fertig. Kannst mal wieder auf Reise gehen, kannst mal einfach mal wieder irgendwo in die Wildnis laufen, mal gucken, wo man so hinkommt, was für schöne Regionen. Und das wird dann wieder eine lange Reise werden. Wir haben ja schon so ein anderes Reiseziel, wo wir immer eine ganze Folge lang hinlaufen müssen. Da, wo wir den Unterwassertempel sozusagen uns organisiert haben, das ganze Gold da rausgeholt haben, das ist ja auch echt schon ein paar Folgen her. So, letztes Mal ausleeren. Und dann kommen wir zum Ende der heutigen Folge, liebe Leute. Denn das war's schon wieder. Minecraft neigt sich dem Ende. Natürlich geht es am nächsten Wochenende weiter. Frisch, munter, fromm, fröhlich, frei, wie auch immer, bauen wir weiter. Und dann kriegen wir endlich den Keller fertig. Bis dahin, danke für eure Unterstützung, danke für den Like, danke, dass ihr dabei seid. Bis dann und tschüss.